Freunde der kleinen Spur, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, Zuseher meines Kanals, ich begrüße euch aufs Herzlichste. Ja, heute das lange ersehnte Video Signale. Bausätze von der Firma Schneider, Flügelsignale. Ja, für mich enttäuschend. Aber ich darf sagen, das schaut euch selber an. Dann, was kommt die nächste Zeit noch? Ich habe ja da zwei Schnackerle. Das ist die V140. Leider defekt, und zwar das Gestänge. Und du treibst kein Stück auf. Ebenso meine E75. Da fehlt mir auch eine Seite vom Gestänge. Das gleiche Spiel. Du treibst nichts auf. Jetzt, wenn ich wirklich nichts finde, eBay oder was. Ich habe auch VN-Teile, die ich durchschaut. Nichts, also wird mir wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben. Den Allstieg reißen, muss man die Dinger selber bauen. Wird auch eine Premiere, habe ich noch nie gemacht. Aber ich mag das nicht, wenn Locken bloß und anstehen. So wäre es ja okay, wäre ja top, aber halt einfach ohne Gestänge, lass es nicht laufen. Ne? Also, das wird das, was noch die nächste Zeit ansteht. Aber jetzt schaut euch erst einmal das Video von den Signalen. Danach bringe ich noch mal ein bisschen was dazu. Aber seht selbst. Wünsche euch viel Spaß. So, dann gehen wir mal über unsere Masten. So, das sind die Teile, die sind also zusammen geätzt worden. Es sind jetzt drei Teile in so einem Rolling. Und zwar hast du einmal ein langs, das ist ganz langs. Dann hast du eins, das ist etwas kürzer um ein so ein Feld. Das kommt dann auf die, also wenn man so drauf schaut, dann die Nasen an, also vorne, die schaut zu dir her. Dann kommt das ganz lange rechts, das etwas kürzere kommt links. Und dann hast du mal so das kleine, ganz kleine Stöpsel. Das kommt dann ganz oben her, aber mit so viel Abstand anlöten, dass du dann da zwischen nur ein kleines ein Drittel durchbringst, weil da wird dann nochmal die Mechanik angebracht. Ne? Das ist eigentlich soweit noch recht gut erklärt in der Beschreibung. Ansonsten ist die Beschreibung, ja, möchte jetzt nicht ausfallend werden, aber es ist halt nicht so das Wahre. Ne? Ich löte jetzt einmal zusammen und dann sehen wir uns wieder, weil sonst wird das Video wieder ewig und drei Tage lang. Und da kommen dann wieder Beschwerden, warum dass ich so lange Videos mache. Ja, ich kann ja nicht so wie uns so lange dauert. Ne? Okay, dann machen wir es mal so, ich klebe das jetzt zusammen und dann rühre ich mich wieder. So, dann machen wir weiter. Ich habe jetzt die Masten alle verlötet. Habe auch da den kleinen Steg, wie es in der Beschreibung steht, mit Asterquest. Danach habe ich es mit Bremsenreiniger die sauber gemacht, dass die fettfrei sind. Für den nächsten Bauschritt. Dann heißt es in der Beschreibung, wir müssen die Füße montieren. Die sind also da in ihrer Baugruppe. Moment, ich zeige es euch einmal. Nein, in ihrer Platten da. Ihr seht, der Signalflügel, den habe ich schon überall lackiert. Das war das erste, was ich gemacht habe, bevor ich überhaupt dann zusammenbauen gegangen bin. Na? Und wir trennen also dann jetzt dieses Teil, oder? Das sind zwei so Laschen, wie er raustrennt. Die biegen wir dann
Sieht man jetzt schon, doch, sieht man schon. Ja, sie werden abgebogen. Und ich empfehle ja, wenn man das abgebogen hat, da in der Biegung ein bisschen verlöten. Stabiler. Ja. Und das wird jetzt, wenn wir da unsere Masten haben, dann können wir die Putzle Loch nach unten, eins rechts, eins links, werden jetzt da hingelötet. Ja. Das mache ich wieder ganz bald auch. Kann ja ich selber, das ist ja. Ich habe es auch schon versucht zu kleben. Und ich habe ja schon eins auf Probe gemacht. Nein, bleibt es dabei, dass die Sachen löten, das halt nicht so. Also, ich löte jetzt das zusammen und dann sehen wir uns wieder. Weil sonst wäre das Video wieder 25,5 Stunden, geht auch nicht. Ja, also, wir haben jetzt, ich habe jetzt eine 5 gemacht. Eins ist ja schon fertig, weil ich muss ja auf meine Signalblicke auch welche drauf machen. Das sind noch die 4 und die werden ja kürzer als wir die, was am Boden stehen. Also, wir haben jetzt so die 4 dran. Müssen wir jetzt noch ein bisschen abschleifen, sauber machen. Aber vom Arbeitsschritt her auf dem Plan, schaut euch das einmal an da. Ist das also schon mal erledigt. Gut, dann gehen wir zu Schritt 2 von dieser fantastischen, wie sagt man, naja, Anleitung. So, da war jetzt, Moment, erstmal da unten der Signalkasten, den biegen wir jetzt dann her und dann, also das ist ja, der oder der Signalkasten, den muss man herbiegen. Und dann haben wir hier oben die Blende mit dem kleinen Stängel drinnen. Ja, das machen wir jetzt als nächstes. Die zum Rausreißen aus der Platten und dann passen wir das einmal rein. Und dann kommt schon die erste Schwierigkeit. Ja, aber dazu dann später mehr. Ja. Also, wir brauchen 2, 4, 5. Also mit Signalkästen können wir ja alle schuppieren. Das ist auf der Grundplatte, das ist das Teil da. Und die Blende, das ist dieses Teil da. Ja. Das tun wir jetzt mal raus. Ich werde euch, wer sich die Dinger kauft, wird sich vielleicht wundern. Also, da hast du nämlich da ein kleines Ringerl und da ist ein kleines Ringerl. Die Stangeln, ja gut, da bin ich dann hinterher drauf gekommen, für was die gehören. Das ist eigentlich von der Beschreibung noch ganz gut da. Aber mit den Ringeln da, da hat es dann ein wenig ausbissen, aber es ist auch dann schon ersichtlich. Bloß ich habe da beim ersten ein bisschen was umändern müssen, weil man das nicht taugt hat. Das war mir zu instabil alles. Aber auch dazu mehr später. So, wir dann jetzt einmal da die nasse Zipfeln da. Ja, naja, ich nehme da am liebsten meine Chirurgenschere, da weiß genau, die schneidet sich schön. Na, einmal den biege ich jetzt mit euch her, den einen, und dann die anderen mache ich wieder so. Also, immer, wir haben ja da die Biegekanten drinnen, das sieht man, das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Dann biegst du den so um. Ja. Den biegt man da so eine. Ja. Normalerweise geht das alles ohne Zange. Ah, kommt schon. So. Dann schaut dir das so aus. Ja, und das Deckel da oben. Biegen wir da so her. So, das wäre jetzt praktisch der Signalkasten und der kommt dann später. Da unten wird der dann drauf geschoben. Na, aber ich mache das so.
dann sieht man das ein bisschen besser. Ob die wahrscheinlich jetzt gleich ein bisschen zu weit reinbauen. Nein, geht. So, schau her. So, dann ist da unten praktisch der Signalschaltkasten drauf. Den werde ich nicht löten. Jetzt sogar weit dahinter noch. Den werde ich nur ankleben, das reicht überall durch. Ja, weil da ist ja keine Belastung oder irgendwas drauf. Das Trimmel da, das kann man kleben. So, ich werde jetzt die alle mal außer machen. Macht ihn aber trotz alledem noch nicht hin, weil der ist wirklich im Weg beim Arbeiten. Ja, aber ich mache die jetzt einmal alle raus. Ich werde ihn auch in einer anderen Farbe lackieren, also nicht wie der Masten. Ich werde ihn in Schwarz, ja, oder gescheitste, sticht ein bisschen weg. Okay, jetzt machen wir nochmal das und dann haben wir noch die Blende. Ja, das ist jetzt auch wieder so ein Ding. Raus und da. Raus, jawohl. Da hängt der nicht mehr dran, da hängt er dran. Ja. So. Die hat also auch wieder. Schauen wir, welche Seite. So ist richtig. Glaube ich zumindest. Da nicht. Da sieht man es. Da ist er wieder ein bisschen vorgehetzt. Auf die Seiten wird umgedruckt. Und da empfiehlt sich dann auch wieder, wenn ihr den umgedruckt habt, ein bisschen verzinnen, dass der auch wirklich so bleibt. Ne? Schaut dann auch so aus, das drum. Ja, ein bisschen. Komm, mach scharf. Ja, man sieht schon. Das ist hinten, das ist vorne. Und die werde ich jetzt auch alle machen und gleich mal schief verzinnen, dass die gut halten. Gut, bis dann. So, dann sind wir wieder da. Also, ich habe jetzt die kleine die Lichttafeln, glaube ich, sagt man da. Ja. Die habe ich jetzt außer drin, da ist unser Block. Ja, schaut auch so aus. Ja. Und gebogen. Wichtig dabei, dass dann, wenn ihr es gebogen habt, die Innenseiten sauber verlöten, weil sonst haben die Dinge unheimlich instabil und das bringt gar nichts. Ja. Ich habe jetzt einen schon mal wieder vorbereitet. Schaut jetzt so aus, ist der Rohmast und da ist das Ding dran. Ja, das ist der Weg, was das Druck legt. Und jetzt erschließt sich auch, warum wir da an den Masten den Abstand halten müssen, war ja da unser Mitnehmer einer muss. Ne? Und da heißt es dann, ja, ich kann es euch einmal zeigen, an dem da, das ist schon fertig. Das wird dann da verlötet, das kannst du vergessen. Da verlötest du gar nichts, weil da kommst du nicht hin, das ist ein Unding. Und so wirst du da wieder mit Lückkum drauf gehst, dann fällt der Ohr wieder runter, der dreht sich dann wieder. Das wäre wieder instabil, also uninteressant. Löten, nein. Also ich habe es nicht zusammengebracht, vielleicht bin ich jetzt blöd dazu, ich weiß nicht. Ne? Aber ich bin jetzt drauf gekommen, ich werde das Ganze mit Sekundenkleber einbiechen, die Welle, weil der Flügel, der muss ja beweglich bleiben. Das heißt, weil du musst ja das nicht jetzt... Wenn man das könnte, man sagt, man
Man lötet jetzt da das Stück rein. Ja. Und da mache ich mein Licht auflegen. Dann wäre es in Ordnung, dann ginge das auch. Aber du kannst ja das nicht. Du musst ja erst einmal durch die Lichttafel, da unten, durchs Lächeln, musst du deine Wolle stecken und dann da drauf. Haut aber nicht hin. Ich kann aber da jetzt auch noch nicht recht. Ja, siehst du. Muss man nochmal ein wenig biegen. Das bleibt ja sowieso nicht aus, dass man das alles nochmal hinbringt. Und dann haben wir dann noch ein Problem, aber dazu später. Ich bin jetzt doch einmal so weit. Durchs Löten haben natürlich die Lächler jetzt dazu. Das ist klar, dass da unten der Lächel. Und durchs Löten ist jetzt das zu, aber ich habe mir da was gekriegt. Schau her. Das legen wir da drauf. Ja. Dann zwicke ich die da fest. Ja, das ist absolute Chirurgenarbeit. Warum jetzt den da nicht halt? Weiß ich nicht. Aber jetzt passt er. So. Und dann mit einem 0,5er Bohrer die alte Loch da drauf bohren. Ja. Das ist ja nicht fest drin. Das ist ein paar Verletzungen, das ist ja gleich aufgebaut. Ja, dann zeigen wir das einmal so. Loch ist gebohrt. So, dann nehmen wir das kleine Stickel, was wir da haben. Dann tun wir die Wände rein. Ja, so weit her ist ja das alles schon recht schön und gut. So, nachdem dass wir das haben, was wir für erste Stäbe, das kann man hinterher sauber ablängen. So, und dann kommt das Teil da in die Nut einer. Ja. Und jetzt seid ihr mal ehrlich, wieso ist jetzt das da steckt? Ist das schon ein Gewirr, bis du das überhaupt einmal so weit hast, wie du das brauchst? Ja. Ja, das ist die Katastrophe schlechthin. Also nochmal. Naja, vielleicht auch die falsche Brille, das ist natürlich auch möglich. Ah, jetzt habe ich ihn. Wahnsinn, wie es ist. Okay, jetzt ist er drin. Ja, so. Und dann nehmen wir unseren Masten. Ja. Aber denkt ihr auch später müssen sterben? So gehört er her. Und da gehört einer. Gut, und das Ganze sollst du jetzt da hinten. Da hinten drin sollst du jetzt das verlöten. Du hast da keinen Platz, da kommst du gar nicht da. Geht also nicht, also mache ich das mit Sekundengeber. Und lass das sauber aushärten. Weil das muss ja nach wie vor, das muss ja bewegen können. Ne? Ja, da bin ich dran. Das muss ja bewegen können. Also, das Ganze mit Sekundenkleber. Ich werde jetzt die ganzen Löcher bohren und die herrichten, dass die dann so drauf sind. Das ist jetzt Nummer 1. Nummer 2, das Problem. Du hast ja jetzt da, habe ich jetzt mein Zeigefinger, da ist er. Ja. Du hast jetzt da in der Lichtblende zwei Löcher. Zwei Löcher. Ne? Ist ja klar. Grün und rot. Ja, ist auch klar. Weil wenn du das dann hast, ne, und gibst nach, dann ist unten mal grün sein und der obere ist rot. Wie bringst du jetzt da grün und rot rein? Ich muss sagen, ich bin schon wieder
ja, wenn Beschreibung ist was anderes, das ist also alles aber keine. Und beim fünften Mal durchlesen bin ich dann drauf gekommen, die meinen, du sollst da hinten einer, da sollst du einen Teser reingeben und dann mit einem roten und einem grünen Marker einen Tupfen drauf machen. Das soll passen. Ich weiß nicht. Möglich. Hat mir schon einiges andere überlegt. Ich komme auf nichts anderes. Ich werde es jetzt machen, wie die das meinen. Tut mir leid. Naja. Okay, ist wurscht. Ich mache jetzt einmal die Achse rein. Bohre die Löcher fertig. Vergib das. Und dann sehen wir uns wieder. Und jetzt sind wir wieder dran. So, ich habe jetzt das so gemacht, wie ich das gesagt habe. Ne? Sind jetzt alle beweglich. Soweit hat das auch alles recht schön hin, muss ich sagen. Von einem habe ich dann gesehen, da ist mir das Fanerl abgebrochen. Das war der da. Weil das alles so windig ist, dann haben wir da gleich selbst also einen Winkel hergelegt, weil dafür hat man ja praktisch die Rahmen, die da dran sind, das ist alles, das kann man alles brauchen, wenn ich werde sehen, wie zum Beispiel, mal schauen, ob ich das in die Kamera reinbringe. Ja, sieht man schon, das sind die kleinen Ösen da, da sind zwei Stück dabei. Eins kann man brauchen, das andere ist praktisch für den Allerwertesten. Also das ist sowas von minimalistisch gemacht. Also ich bin schwer enttäuscht. Also man hat ja doch schon einiges gebaut, aber so ein Krampf. Nein, tut mir leid, der, was sich das da in irgendeiner Weise überlegt hat, der hat nicht recht mitdenkt. Na, dann stimmt das Ganze auch nicht mit der Abbildung oder mit der Beschreibung. Wenn man sich das da schaut, dann wäre ja das alles so gemacht, dass man da runter geht, dann hast du da nochmal so einen Zwischenfummel und dann geht es da wieder runter. Das ist aber nicht der Fall. Dieses Signal ist nicht in dieser Packung enthalten. Das ist falsch. Du gehst praktisch komplett runter und läufst praktisch. Also laut deniger Beschreibung müsste es dann hergehen und dann schräg reingehen und unten in den Antriebskasten verschwindet das Ding. Schwachsinn, weil dann ist die Stange immer krumm. Das ist immer schief. Blödsinn. Du hast zwar zwei Stelldrähte drinnen, kannst du gar nicht brauchen. Du brauchst nur einen. Also ist das schon mal Schwachsinn, was die da zeigen. Tut mir leid. Ist ein Krampf. So, jetzt machen wir mal das. Von dem, was ich eigentlich am meisten Bammel gehabt habe, das sind den Lacktrot, da brauchen wir rein. Ja. Ich vermute, dass das die Abbildung vom H0-Gleis, vom H0-Signal ist und nicht vom N-Signal. So, dann haben wir mal unseren Lacktrot. Da heißt es jetzt, den müssen wir in der Mitte teilen. Ja, so. Also dann mal den halt einmal ein wenig grob machen da. Füllen wir da mal rein. Ja. Grob ist er. Dann schneiden wir den Kameraden einmal da ab. Gut. Ja, einmal. Einmal die Signale da auf Zeiten durch. Dann haben sie da, haben sie ja die LED drin. Die müssen wir da ein wenig schauen, was wir die rausbringen.
gut. So, jetzt ist die Scheißdeckel aber noch eingepackt, gell? Wenn das rauskommt, dann ist er das nur kleiner. Das ist ja. Das, oh. Schneiden wir das einmal da auf. So. Und da ist er. Ja, ist schon Wahnsinn, oder? Okay. Ja, und zack, und wo ist er? Halt, da liegt er. So, also. Und da was jetzt so anlöten. Ich habe mir da ein Brettl gerichtet. Hat man dann da eine Vertiefung rein. Jetzt warte mal, ich muss jetzt andere Brille aussetzen. Dann sehe ich da schon wesentlich mehr. So. Die lege ich jetzt da rein. Habe ich jetzt ganz bisschen so angefressen, siehst du? Dann haben wir da ein bisschen was hergekriegt. So. Dann legen wir jetzt ein bisschen so hier. Ja. Dann ein Leckholm. Die Spitze links sauber machen. Nicht schlecht aus. Ich hoffe, ihr seht das auch jetzt so, wie es ist. Dann brauchen wir ein Lackdraht, damit der Brünzige was in der etwas weiteren Entfernung schon gleich gar nichts mehr. Wir nehmen diesen da welchen. Temperatur wie eingestellt auf 250 Grad. Dass wir da nicht zu viel drauf kommen, weißt du schon. So, halt, den wollte ich eigentlich einmal eintauchen in die Materie. Bisschen weiter zurückgehen. Na komm, das müsste gewesen sein. Nein, nicht. Oder jetzt meine Hosen. Ja. Dann kommen wir da Wasser durch. Drehen wir um. Sie von der anderen Seite herkommen. Ja, schau her. Halt nieder, okay, leck mich doch. Also, wir gingen von der Temperatur etwas höher. Haben die 250 doch zwingen. Gehen wir auf 280. Dann wieder rein ins Loch. Ne? Ja, so einfach ist das alles nieder. Wo ist jetzt sie? Da liegt es. Ja, das ist schon blöd, aber die Kamera ist da. Und ich sehe so gut wie gar nichts. Also wieder rein ins Loch. Okay. Ja. Hier so zu. Es wird nicht mehr lang dauern. Und dann liegt das Klump in irgendeinem Eck. So. Also nochmal. Sollte man vielleicht den Lackdraht ein bisschen aussetzen. Ja, vielleicht ist das besser.
sicher eine neue Spitznummer. Ja, Heiland. Wisst ihr was, ich schalte euch jetzt so mal aus, die Kamera auf Zeiten, weil sonst sehe ich nichts oder ich stelle es von der anderen Seite nicht, vielleicht geht das besser. Jetzt warte ich mal. Ich habe jetzt so die Kamera direkt vor der Nase. Ich probiere es einmal. Das heißt, ich muss die nicht so wegen da her tun. Jetzt schaue ich mal da drüber. Ja, da sehe ich nichts. Zumindest ihr seht nichts. Schauen wir mal, vielleicht geht es so. Bleib halt da. Der mag nicht. Jetzt fällt er mal durch ins Loch rein. Geh auf. Hör auf, du. Geht das oder nicht? Ja, jetzt ist es so. Jetzt könnte man hergehen. Ich glaube, das ist bei mir nicht so schlecht. Dann nehmen wir jetzt ein. Und das da einmal das so zusammen und das so zusammen und das legen wir jetzt da hier. Ja, und dann kommen wir hier schon mal nicht raus. Hoffe ich zumindest. So, und da haben wir auch gerade. Das war sogar hier, jawohl. Und da haben wir nochmal ein wenig verziehen. Gut. Jetzt zieht er schwer wieder wieder mal. Aber. Jetzt meine ich, war er willig. Gut, dann mal wieder herpippen.
Da her. Möchte dann da her. Jetzt müsste man da bloß schauen, halt da hinklickt er. Tauchen wir auch kurz rein. Ich muss sagen, ich habe mit den ganzen Teilen überhaupt noch keine Erfahrung. Das ist für mich alles relativ Neuland. So. Und jetzt tun wir den da drauf. Bleibt da. Ich muss sagen, ich habe allen Respekt vor denen, die da dann nur die Beleuchtungen für ihre Locken und Zeile da mit den kleinen LEDs arbeiten. Heiden Respekt, Freunde, muss ich ganz ehrlich sagen. So, da war's. Dann werden wir gleich noch. Brauchen wir ja, dass wir da einen Saft reinbringen können. Geh her. Den lädt man gleich mit ein. Aber wir müssen es ja probieren, ob es geht. Einmal. Da gehen wir auch gleich noch drüber. So. Aber eins weißt du schon, das mache ich jetzt dann, die anderen die mache ich ohne Kamera. Weil da wäre ja sonst. Kriegen wir wieder ein Video zusammen, das war's. Ich weiß nicht, wie lange wird. Aber wir probieren jetzt das bloß einmal an, ob es geht. Ja, schau her. Ich möchte ja nicht schon wieder das Fluchen davon, aber das muss auch nicht sein. Aber jetzt hat es ihn. Jetzt passt er, jawohl. So. Necki. Jetzt kommt es drauf an, ob wir überhaupt so weit kommen, ohne dass ihn durchbrennt hat, ich weiß es nicht. Einmal, zweimal. So, dann gehen wir einmal da drauf. Und einmal. Ja, entweder habe ich einen Trefferkorn. Oder jetzt wirklich hinüber. Kann natürlich auch sein. Ich habe keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, Freunde. Ja, hier so. Wer brennt nicht? Wer mag nicht, hat er gesagt. Na ja, doch, ich mag schon. Keine. Also, eine Lampe geht. Er bremselt. Gut, naja, der Hals ist ja nicht gerade geil. Okay. Er geht. Und dann machen wir das Ganze jetzt 10 Mal. Und dann müssen wir die an die Masten geben. Da schalte ich da mit einer. Und dann werden die am Masten verklebt, wie gesagt. Die Kabel werden auch schön. An der Seite nicht lang abgekluntelt, mit Sekundenkleber fixiert und dann wird der Masten erst einmal lackiert. Aber das war es jetzt einmal für das. Ich mache jetzt den Rest und dann melde mich wieder. So, da sind wir wieder. Neuer Tag, neuer Ärger. Ja, ich habe jetzt, wie gestern schon gemeint, meine ganzen LEDs gelötet. Hat eigentlich dann doch recht gut geklappt, also das ist vergessen. Das sollte man jetzt einkleben.
Entschuldigung, in die Masten. Aber davor müssen wir ja, das wisst ihr, wir brauchen unsere Lichtblenden. Und der Hersteller, er meint dazu gar nichts. Es steht bloß in der Beschreibung, was du oder was nicht im Bausatz enthalten ist. Das ist ein Tesafilm und wasserfeste Filzschreiber oder sowas, ne? Klammer Etting. Ja, der Nichtwissende weiß damit gar nichts anzufangen. Ich auch nicht. Bis man dann denkt, oh, ne, die werden wahrscheinlich meinen, du musst der Hinterhalb. Ich zeige euch das dann nochmal. Ne, du musst da jetzt ein Hinterhalb. Ja, kann man schon sehen, ja. Ein bisschen aber da. Ne, da Hinterhalb ein Teser einpichen und dann vorne einen Pupfel machen mit der jeweiligen Farbe. Also in dem Fall wäre es oben rot und unten wäre grün. Ne, aber schaut mal die Beste, wisst ihr selber, ein Teser, wie lange hält denn der? 14 Tage, 3 Wochen, wann überhaupt? Na, ah, sehe ich gerade, da muss ich noch ein wenig Steckrohr wegmachen, da muss ich noch was wegfräsen, aber das ist nicht so schlimm. Ne? Also für mich uninteressant. Dann habe ich mir überlegt, was mache ich? Was könnte ich tun? Dann ist mir eingefallen, ich habe dieses Teil, das ist eine Ausstandszange, aber natürlich Filzgras. Die kleinste Lochung ist da auch dreimal so groß, als wir es eigentlich brauchen. Ich kann euch das einmal zeigen, ich habe schon eins übrig, was ich außer gemacht habe. Dann gehe ich her. Da, nein. Ja, das ist dann so, jetzt ist aber gefallen. Das ist dann so ein Ringel, das was viel zu groß ist. Mit dem kannst du also da gesehen gar nichts anfangen. Nein, ist ja wurscht. Ja, also Matti Reutnummer habe ich. Ich habe einiges probiert, dass auch das Licht durchkommt und da bin ich auf Schrumpfschlauch gekommen. Ist doch recht fest, aber und es scheint auch durch. Na, ich glaube, da liegen schon welche. Nee, die brauche ich gar nicht verschirmen, die muss ich aufheben. In der Hoffnung, dass sie da bleiben. Ja, geht schon. Ne? Und wie habe ich die gemacht? Zeige ich auch schnell. Ist ja auch kein Problem. Kein Geheimnis. Dürft ihr alles wissen. Oder fast. Ne? Da habe ich mir eine alte Lampe genommen. Ja, da war der Durchmesser so passt, wie mir das gefällt. Hab dann den außenrum schön sauber angeschliffen. Und dann gehst du eigentlich bloß her, stellst das Ding da drauf und drehst das und schon hast du da ein sauberes Loch. Und ich brauche kein Loch, ich brauche das Ding, was übrig ist und das ist da drin. Ja, und das holst du nachher mit Hilfe von einem Stückeldraht wieder raus. So. Und schon hast du die Blenden. Die Farben für die Blenden. Ja, so sagen wir. Gut, ich biche jetzt den ein. Dann sehen wir uns wieder, weil es wird auch wieder mit Sicherheit. Na, Stunden schätze ich mal, wird das gut dauern, bis ich die alle drin habe. Und dann schalte ich nochmal ein und dann tun wir die Lampen einkleben. Und dann haben wir eigentlich schon so ziemlich am Endspurt, dachte ich, aber da ist dann einiges. Was noch gemacht gehört, aber so viel dann später. Also gut, für euch. So, wieder zurück. Also, ich habe jetzt, wo haben wir den Arm, da haben wir da einen, kommen wir klar. Ja, man sieht's. Ich habe jetzt die eingeklebt und schaut schon mal recht nett aus, da ist so, ne? Ja, das ist Nummer 1. Dann habe ich, bleib da,
die LED. Ach, wieder eine Schaufstelle, weiterhin. Okay. Ja, sieht man schon. Ist jetzt so dahinter, wird die LED eingeklebt. Und ich gehe dann mit dem Ohrnerdraht, gehe durchs Gitter durch, auf der drüberen Seite runter und auf da gehe auf der Seite runter. Zum Einkleben nehme ich am liebsten für den Fall ein Gel. Also ein Sekundenkleber-Gel ist besser in dem Fall. Ja, und dann ist eigentlich nur noch mit, auch wieder Sekundenkleber, aber mit einem flüssigen, wird dann da links und rechts werden die Kabel leicht fixiert. Ja, sieht man. Und zusammenlaufen dann es dann da vorne. Weil da kommt ja dann der Schaltkasten vom Signal hin. Keine Panik, die Kabel sieht man hinterher nicht mehr. Ihr müsst zwar bloß aufpassen, wenn es die LED einer gibt. Stellung rot soll er da sein. Ja. Also auf rot stellt es ein und wenn es dann den Flügel nach oben klappt, dann leichter grün. Ja. Sollte er. Wie schon gesagt, es ist alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber egal, jetzt sind sie da, jetzt werden sie auch gemacht. Ob ich es verwende, weiß ich noch nicht. Aber dazu später mehr. So, das wird jetzt gemacht mit allen. Und dann werden sie erst einmal lackiert. Bevor wir weiterarbeiten können. Zum Lackieren brauche ich auch nicht mehr dabei rum. Das ist ja, ich mache das mit einem ganz normalen Farbe. Da nehme ich 65er Matt. Das ist so ein schönes dunkles Oliv. Ja, und da mache ich das. Und die die Schaltkästen unten mache ich schwarz. Und ob ich den da hier oben auch schwarz mache, ich glaube, dass also den hier oben, den werde ich wahrscheinlich auch schwarz machen, den werde ich nicht oliv machen. Ja, sehe ich schon, wie ich drauf bin. Ne? Das ist jetzt die nächste Arbeit und dann, wenn ich soweit bin, sehen wir uns wieder. So, dann sind wir wieder retour. Also, unser Signal schaut derzeit so aus. Ne? Haben wir jetzt da oben das Zapferl, wo der Flügel rankommt. Ich habe das gleich ein bisschen verjüngen müssen, also und auch den Zapfen etwas länger dünn machen, sonst hat das Faser nicht hin. So, da kommt jetzt eigentlich der Flügel drauf. Laut Beschreibung haben wir aber da, ich zeige euch das einmal, vielleicht sieht man, ja, das geht schon. Da haben wir da das kleine Ringerl. Das gehört jetzt eigentlich, laut Beschreibung, zuerst einmal da drauf und wird mit einem Lötpunkt fixiert. Dann kommt der Flügel drauf. Und dann haben wir ja da auf der Seite, haben wir, wo haben wir den daheim?
Ja, da ist nochmal eins, so ein Ringel da, ne? Das gehört dann vorne drauf und wird auch verlötet. Dass der Flügel praktisch freigängig ist, aber nach hinten und vorne nicht weg kann. Bloß, ich habe es probiert. Ich habe es auch gemacht, das erste. Und da ist das sowas von instabil. Das wackelt wie ein Kurschwanz. Das hintere ist also zu gering. Jetzt bin ich hergegangen. Und hab da, du hast ja das ganze Graffi da, wo das Zeug dran ist, ne? Den Rahmen habe ich mir recht gebohrt. Die zwicke ich mir jetzt auch raus. Dann haben die etwas größer als wie die Ringerle. Und die kann man hinten drauf werden verlötet. Dann kommt der Signalflügel drauf. Und dann kommt das kleine Ringerl drauf. Und dann ist das somit stabiler und kann auch nicht seitwärts hier und her wackeln. Und so habe ich das gemacht. Ich werde das jetzt einmal rausdrehen, die Dinge. Werden wir die zuschneiden und löte die einmal drauf. Meine, beim Löten brauchst du nicht dabei sein, das ist ja, sonst kriegen wir da wieder ein Video zusammen. Das, was ich und Zeit abdauert. Und das mache ich jetzt einmal und dann melde ich mich wieder. So. So soll das ausschauen. Ja. Flügel hängt jetzt dran. Das Ding ist dran gelötet. Zum Antrieb selber ist auch wieder so ein besonderes Teil da. Ja, da haben die Stangen da dabei. Und die Seitenflügel, die werden dann angelötet. Man muss sich das alles versuchen hinzukriegen. Dann wird das. Mal schauen, wie ich das so hinbringe. Ja. Ja, meine andere Brille wieder hin. Jetzt haben wir doch ein bisschen Entfernung. Na, ja, geht durch. Na. Ja, dazu gleich mehr. So, jetzt ist er hier drinnen. Da muss der da rein. Na. Bloß mir, ich muss ein bisschen hergehen, weil sonst stehe ich am Boden und noch, dann hat das auch nicht hin. So, dann war das mit den Stangl eigentlich recht schön. Ne, der hebt sich auf und alles. Das passt eigentlich alles recht gut. Aber dann müsste man normalerweise laut Beschreibung unten in den Schaltkasten reingehen. Ne? Finde ich für einen Krampf. Jetzt habe ich da an der Seite. Sieht man. Na, ein wenig ausgefräst. Und geht da rein. Na, dann würde das so funktionieren. Vielleicht scheint mir alles, geht mit auf und ab. Das passt alles. Aber ich muss sagen, ja. Ich beende dieses Projekt hier. Ja, geht's klarer? Nein, geht nicht. Dazu gleich mehr. Ja, Freunde, so bin ich die letzte Zeit da unten gesessen mit zwei Brillen, dass du überhaupt irgendwas siehst an dem ganzen Gedönse. Die Firma Schneider hat sich da bestimmt irgendwas gedacht dabei. Ich weiß es nicht. Man, gut, die Dinger kosten 6 Euro. Da ist also nichts kaputt. Und ich muss sagen, wenn man die Dinger zusammenbaut und sie anmalt und auf die andere stellt, als, wie soll ich sagen, als eine Treppe, ja, macht sie bestimmt gut. Aber ich würde das Thema Flügelsignale hier beenden. Ich mache die nicht fertig, also ich mache sie fertig, aber ich mache sie nicht funktional. Ganz einfache Sache. Ich möchte euch das einmal zeigen. Da sind dann die Dinger drinnen, die Stelldrähte. Der ist so lätschert als Stelldraht. Nein, du bringst da irgendwie kein Ding mit her. Das haut nicht hin.
Dann, wenn du das so machst, wie es angeschrieben ist, hinten das kleine Ringel drauf und dann auf Signalflügel und vorne das kleine Ringel drauf, das musst du alles verlöten. So, wenn ich da das Löten anfange, dann habe ich ja mein hinteres Teil, was ich auch verlötet habe, das geht mir ja dann wieder runter. Ne? Das haut also ganz ehrlich hinten und vorne nicht so hin, wie mir ich das vorgestellt habe oder wie das sein sollte. Ne? Nein, tut mir leid. Dann hinter die Lichtscheibe ein Tesabichen und mit einem roten und einem grünen Stift vorne markieren, das ist doch kein. Nein, das könnte man anders lösen, Freunde. So, ja, eben, ich habe mir ja schon so Dinge ausgestanzt, scheinen aber auch nicht so toll durch. Also, wenn sich einer die Dinger kaufen möchte, als eine Treppe hinstellt, jederzeit, schaut bestimmt klasse aus. Man kann den Flügel auch so machen, dass du mit dem Finger hochziehst oder irgendwas. Geht wunderbar, mit Sicherheit. Es geht auch hundertprozentig über ein Servo, das ist alles möglich. Ne? Aber die Zeit, die ich da reinstecke, das sind die Signale nicht wert. Ganz ehrlich. Ne? Ich werde mir jetzt die von Fisma wieder besorgen. Auch der Bausatz. Kostet 20 Euro eine. Aber da weiß ich, was ich habe. Ganz ehrlich. Ich habe schon 3 oder 4 draußen selber gemacht, die von Fissmann, und die sind super. Da fehlt sich gar nichts. Ne? Sind auch vom Zusammenbau her. Selbst für mich, wo ich nicht gescheit sehe und alles, passt das wunderbar. Ne? Also, ich werde die jetzt noch fertig zusammenbauen. Ich werde sie auch auf die Anlage stellen. Gekauft habe ich sie eigentlich für die Signalbrücke, die habe ich auch schon gekürzt, die was ich da brauche. Die mache ich auch fertig. Beleuchtung werde ich auch machen, aber ich werde sie nicht funktional machen. Am besten Willen, es geht nicht. Ich kann es nicht, ich bin zu blöd dazu, ich weiß es nicht. Also, nicht best gemeint, das ist ein Schuss in den Ofen gewesen. Leider Gottes. Muss man leben damit. Ich werde es wie die anderen machen. Die bin ich gewohnt, die habe ich schon mal gebaut. Ist auch ein bisschen knifflig, aber sie sind sauber zum Zusammenbauen. Kosten halt ein bisschen mehr und dann habe ich was Gescheites. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.